Otto Kruse promovierte und habilitierte an der Technischen Universität Berlin. Er ist Professor für angewandte Linguistik und leitet die Arbeitsstelle Professionelles Schreiben an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft. Professor Kruse ist Experte für Schreibdidaktik und die Entwicklung von Unterrichts- und Anleitungsmethoden. Zu seinen Forschungsgebieten gehören unter anderem die vergleichende Untersuchung von Schreibkulturen, die Entwicklung an der Hochschule, die Sprechkompetenzforschung wie auch die historische Schreibforschung. Welche Bedeutung ordnen Sie dem Seminar als Veranstaltungsform an der Universität heute zu? Ist es auch heute geeignet, forschungsorientiertes Lernen, kritisches Denken und wissenschaftliches Schreiben zu fördern? Es ist heute immer noch oder vielleicht auch mehr denn je die Unterrichtsart, die es uns erlaubt, Studenten in wissenschaftliches Denken, wissenschaftliches Arbeiten einzuführen und die es uns ermöglicht, mit ihnen eine Kommunikation aufzubauen, wo wir sie nicht als Schüler, sondern wo wir sie als Gleiche behandeln. Es ist also eine Seminarform, wo es keine Rangdifferenzen geben soll, wo man offen kommuniziert. Und es ist natürlich auch eine Form, wo die Studenten Zeit und Raum bekommen, um selbstständig Themen zu erarbeiten, also eine längere wissenschaftliche Arbeit schreiben. Und in dieser kurzlebigen Bologna-Zeit, wo alle unter Druck stehen, ist genau dieses Gewähren von Zeit und von der Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, besonders wichtig. Wie können Studierende während ihres Studiums unterstützt werden, um wissenschaftliche Schreib- und Argumentationskompetenzen zu erlangen, die für den erfolgreichen Abschluss eines Seminars unabdingbar sind? Wenn man eine Seminararbeit schreibt, dann sollte man auch wissen, wie das geht und es nicht selbst herausfinden müssen. Wir haben heute gute didaktische Methoden, wie man Schreibunterricht machen kann, fachbezogen, zielgerichtet, in ein Seminar integriert, wenn es sein muss. Und ähnliche Dinge können wir auch mit rhetorischen, mit mündlichen Kompetenzen machen. Also wir haben eigentlich genug Mittel, um seminaristisches Arbeiten vorzubereiten und sollten das auch tun. Leider wird das nach wie vor zu wenig gemacht. Hätte ich noch eine Unter- bzw. Zwischenfrage. Und zwar wird ja auch immer mehr das E-Learning eingesetzt. Ja? Und wie kann eben dieser Einsatz sinnvoll genutzt werden für eben auch Schreibseminare und dergleichen? E-Learning ist natürlich ein ideales, wenn nicht geniales Tool, um Schreiben zu lernen. Wir können wunderbar Texte damit austauschen, Texte speichern. Wir können elektronisch Feedback geben. Wir können jederzeit Texte abrufen, sie überarbeiten, wieder hochladen, sodass solche elektronischen Lernumgebungen eine wahnsinnig gute Hilfe sind für Schreibseminare. Wir sollten es auch nicht überschätzen. Viele Versuche, jetzt das rein virtuell zu machen, haben auch nicht funktioniert. Wir brauchen also Präsenzunterricht. Wir müssen einander begegnen im Unterricht. Aber als Ergänzung für den Unterricht ist es unverzichtbar, schon heute. Und zum Schreiben lernen ist es natürlich bietet es geniale Möglichkeiten. Und noch eine letzte Frage. Sie haben Vorstellung von Seminar im Gefolge von Humboldt im Vortrag und auch in Ihren zahlreichen Publikationen ausführlich erläutert. Gibt es aus historischer Perspektive Ideen zum Seminar, die wiederbelebt und den Erfordernissen der Gegenwart angepasst werden könnten? Also das Erste ist, dass man festhalten muss, wie erstaunlich konstant die erste Idee des Seminars schon von 1800, wie erstaunlich konstant diese Idee erhalten geblieben ist. Und an manchen Punkten kann man durchaus noch näher an die Ideen wieder zurückgehen, die Friedrich August Wolff damals entwickelt hat und zum ersten Mal ausprobiert hat, zum Beispiel die Learning Community. Also die Studierenden in einer Gemeinschaft von Lernenden zusammenzubringen, sodass sie sich gegenseitig beim Lernen unterstützen, gegenseitig beim Lernen des kritischen Denkens, des Diskutierens, Austauschens, sich Darstellens. Das hat Friedrich August Wolff exemplarisch gemacht.
wir haben es heute auch wieder auf der Agenda und wir könnten durchaus zurückschauen, wie das vor 200 Jahren gemacht ist und das versuchen, auf unsere heutigen Verhältnisse zu übertragen. Okay. Danke vielmals für das Interview.